Hallo, herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Bloodborne. Nee, Waffen verstärken geht immer noch nicht. Waffe reparieren haben wir, glaube ich, schon gemacht. Ich habe noch so viele Echo-Punkte übrig. Ich würde die ungern verlieren, wenn ich durch das Schwein sterbe. Weil wir haben ja in der letzten Folge gesehen, da ist ein megamäßiges Schwein unterwegs. Und das wollen wir ja irgendwie erledigen. Gucke ich mal, kann ich nicht irgendwas kaufen quasi als Wertanlage? So neue Ausrüstungsgegenstände zum Beispiel wären ja mal nicht schlecht. Ne, wir kaufen einfach schon mal Molotow-Cocktails, wa? Na, 7 Stück können wir uns holen. Das ist doch schon mal, das ist eine Investition für die Zukunft. Na, wenn ich jetzt nach unten drücke, ach so, ne, habe ich noch nicht ausgerüstet. Molotow-Cocktails. So. Gut, können wir durchschalten. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, wenn ich den Weg nochmal zum Schwein zurückfinde. Nein! Ah, ich habe dieses komische Krankenzimmer genommen. Ah, scheiße. Das ist immer dieses, wenn man so... ich möchte da jetzt ganz schnell hin. Ja. Das fehlerhafte Verhalten. Naja, ich werde es überleben. Ist ja nur ein kleines Stückchen, dass man da durchläuft. Und ich glaube, das Tor ist dann auch direkt auf. Müsste eigentlich. Werden wir ja sehen. Also ich muss da nicht mehr diese komische Feuerleiter hochgehen, die vorher war. Da bin ich nämlich auch schon lang gegangen und dann konnte man das Tor auch von innen aufmachen. Ist auch wieder eine Abkürzung. Ja, das sind hier. Toll. Hier ist ja so ungefähr gar nichts los. Also einfach durchrennen und aufs Beste hoffen. Hier lang. So, seht ihr jetzt das Tor hier nämlich auch. Uiuiui, das war ja jemand sauer. Ah, was ist das denn? Zu doof, um durch ein Tor zu gehen. Komm, ja, lösen wir den. Den armen Spacken. Blutampulle hier. Ach scheiße, ich muss ja eigentlich trotzdem hoch. Ich muss ja trotzdem die Feuerleiter hoch. Wir müssen ja ganz anders gehen. Wer muss jetzt gerade auch an Assassin's Creed denken, wo wir den so von der Seite sehen? Nicht nur ich, oder? Naja, egal. Das war hier runter. Ach, scheiße. Den Molotow-Cocktail wollte ich gar nicht werfen. Boah, ich wechsle mal schnell zur Ölurne. Damit sowas nicht nochmal passiert. So, eben kurz durchs Haus hier. Ja. Komm, reg dich auf. Reg dich auf. Beruhigende Worte vom Gameblamer. Reg dich auf. Boah. Also langsam können wir aber so richtig Schaden machen. 225 gerade mit dem dritten Schlag. Er summiert sich gut hoch. So, ich meine, das war jetzt hier weiter geradeaus. Ne? Oh, oh, oh. Das sieht nicht richtig aus. Hier muss doch irgendwo der Aufzug gewesen sein. Ich bin doch rausgekommen. Und dann habe ich hier, da habe ich ja noch gesagt, ja, ach, guck mal hier. Mein Gott, ich bin verwirrt. Ich bin so ein verwirrter Mob, ey. Ah, hier lang. Wäre jetzt aber auch echt peinlich gewesen, wenn ich das nicht wieder gefunden hätte. So. Dann hoffen wir einfach mal, dass wir das Schweinchen gestriegelt kriegen. Ach ja, genau, hier runter war das. Da sind jetzt wieder Krähen und so. Ja, dann müssen wir erstmal gucken, dass wir unser Umfeld aufgeräumt kriegen. Und
zurückrollen. Jetzt kommen nämlich auch noch die Krähen. Oh, weg und weg, weg, weg. Na komm, wir nehmen lieber die kleine, schnelle. So. Eine Blutfiole. Und jetzt versuchen wir mal das Masterschwein zu erledigen. Komm, ich glaube, dafür brauche ich auch Molotow-Cocktails. Das kommt so langsam auf mich zu. Das wird bestimmt nicht dabei bleiben. Wow! Schon erledigt? Davor habe ich so eine Angst gehabt? Aber hallo. Mein Gott, ey. Davor habe ich so Angst gehabt. Ich fasse es nicht. Was hat denn das bewacht? Ui. Einen großen Schatz, ein Segenjägerabzeichen. Und, oh, zweimal Kaltbluttau, das ist auch gut. Mein Gott, wenn man sich nicht mal bewusst umguckt bei dem Spiel, was man da alles dann verpassen würde, ne? Ich meine, man denkt zuerst nur, ja gut, das geht da oben lang, dann geht das die Brücke lang. Und wenn man eigentlich stur nur geradeaus geht, dann ist das Spiel da auch ganz schnell vorbei. Ui, was ist denn hier? Wenn ich da runterspringe, boah, das ist verdammt tief. Hört ihr das? Das hört sich nicht very nice an. Dann gehen wir lieber hier lang. Da geht auch eine Treppe hoch, eine Leiter hoch. Die Glocke läutet. Wie heißt du mal? Alberto. Francesco, nee, was schreit die nochmal? Oh. Hä, easy. Hä? Wo sind wir denn jetzt hier? Noch eine große Brücke? Oh, 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 das riecht nach Tod. Ganz ehrlich. Moment, erstmal gehen wir hier lang. Ich habe gesehen am Ende der großen Brücke, dass da was rumfliegt. Also, dass da so Leuchtdinger sind. Wow! Der ist nicht ohne. Wenn man ihn nicht erwischt. Zeichen eines starken Jägers. Blutsteinscherbe, mein Gott. Seht ihr, was man alles in dem Level finden kann? Das ist hammermäßig. Wo sind wir hier? Riesiger Friedhof. Riesiger Friedhof heißt nie was Gutes. Bestien überall. Ihr werdet zu ihnen gehören. Früher oder später. Nee, das glaube ich nicht. Das ist ein Endgegner. Verflucht, wie soll ich den denn schaffen? Ich bin doch total scheiße. Da zieht er mir ja so gut wie gar nichts ab, ey. So, komm, erstmal eine Ölwunde an den Kopf. Na. Ausweichen. Und. Blutfiole. Und ausweichen. Blutfiole. Ausweichen. Ich komme gar nicht dazu, den Molotow-Cocktail zu werfen.
So, jetzt bin ich mal dran hier. Oh, und weg. Weg, weg, weg. Und Blutfiole. Das wollte ich gerade machen. Nein, ich häng fest, ich häng fest. Oh, 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 Scheiße. Mein Gott. Ein Schlag. Boah. Der hat das aber drauf. Muss man ja leider zugeben. Scheiße. So, jetzt reicht's mir. Das bringt gar nichts. Fuck, ey. Lass ich's lieber zusammen. Oh, nee. Transformation auch noch, ey. Oh, 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 mein Freund. Komm, ich hab'n fast. Ich hab'n fast. Ja, ich hab'n Endgegner besiegt. Ich hab' den Pater besiegt. Und alle Blutfiolen jetzt verballert. Grabschlüssel. Oh, das ist eine neue Laterne. Hammer. Hammer, wir haben einen... Was ist denn das für eine Folge? Wir haben einen Endgegner besiegt, obwohl wir eigentlich nur gegen das blöde Schwein kämpfen wollten. Wir haben eine neue Lampe angemacht. Wir haben 3300 Erfahrungspunkte gekriegt. Geil. Komm, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. In den Traum des Jägers zurückkehren. Das ist sehr schön. Das ist unsere erste Speicherstelle, die wir gefunden haben in dem Spiel. Und ich bin nicht gestorben. Ich bin bis jetzt noch nicht gestorben. Und das Let's Play ist schon fast eine Viertelstunde dran. Wahnsinn. Ah, da schmeckt das doch direkt viel besser. Jetzt habe ich auch einmal wieder 17 Blutfiolen. Wo kommen die denn jetzt her? Willkommen da. Was wünscht? Nun gut, lasst mich. Ach so, nee. Blutekos kanalisieren bringt ja jetzt gar nichts. Ich habe nicht genug. Ich wollte eigentlich reden. Okay, die sagt mir jetzt nichts besonders Sinnvolles oder Wertvolles. Ach, das Kaltbluttau. Ich habe ja Kaltbluttau noch. Da kriege ich ja mehr Erfahrungspunkte. Aber ich gehe jetzt erstmal hier hoch, weil ich habe ja so einiges eingesammelt. Vielleicht kann ich meine Waffe ja verbessern. Das wäre doch mal geil. Dies war einst eine. Ja, der sagt auch immer nur dasselbe. Immer noch nicht das richtige Werkzeug dafür. Okay, Waffe verstärken. Und, können wir? Können wir, können wir? Nee, uns fehlt noch eine Blutsteinscherbe. Verfluchte Hacke. Ja, die Pistole können wir verstärken, aber ich benutze die Pistole eigentlich nicht. Die wird aber viel verwendet, habe ich gesehen und gehört, um die Gegner auszubremsen. Wer schreibt mich denn da im Facebook an? Was ist da los? Okay. Und dann werden wir die Waffe wenigstens reparieren. Gut. Benutzen mal die restlichen Blutechos wieder. Ach, ich drücke die ganze Zeit immer Kreis wegen One Piece, weil ich da immer Kreis drücken muss zum Bestätigen. So. Zack. 3,7. Reicht das zum Kanalisieren? Ich glaube nicht, ne? Machen wir noch einen davon kaputt. So, das müsste aber definitiv reichen, um wieder eine Stufe aufzusteigen. Nun gut, lasst mich näher kommen.
Lass mich näher kommen. Ja, was machen wir? Vitalität, Stärke. Ne, also jetzt haben wir ja... Ich denke mal, dass wir jetzt auf der Brücke das Klerikerwesen auch erledigen können. Aber das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Wir machen mal die Vitalität ein bisschen stärker noch. Weil mehr Energie ist immer gut. Ja, dann kommen wir auch schon wieder raus. Und kehren zurück in den Albtraum. Aber nicht zum Grab des Odins. Wir gehen nochmal zum Zentrum von Janam. Weil wir hätten ja auch ganz anders abbiegen können vorhin. Wir gehen nochmal da lang, wo das Schwein war. Erledigen das Schwein und diese Viecher da unten. Und dann gehen wir ein bisschen anders. Ich frage mich, kommt so ein Endgegner auch immer wieder? Wäre natürlich eine clevere Geschichte, wenn man weiß, dass man einen Endgegner besiegen kann. Und der spawnt genauso wie alle anderen wieder. Und man besiegt ihn die ganze Zeit, weil man kriegt ja da einiges mehr an Erfahrungspunkten, beziehungsweise Blutechos. Ich weiß, es heißt Blutechos, als irgendwo anders. Das ist natürlich dann nicht schlecht. Ich weiß, ihr seid zu Hause jetzt so total enttäuscht. So, scheiße, der ist nicht gestorben. Der hat ihn besiegt. Mann, ich mag das doch, wenn der Gameblamer ausrastet. Ja, da habt ihr jetzt mal Pech gehabt. Müsst ihr woanders vorbeischnattern. Ach mein Gott. Ich hab zu viel mit der Ahornente, glaube ich, gespielt. Dass ich jetzt schnattern sag. Na ja, komm, der im Rollstuhl, das sind geschenkte Punkte. Das sind echt geschenkte Punkte. Ich weiß, manche da draußen werden mich jetzt hassen. Du kannst doch nicht auf einen armen Opa im Rollstuhl einschlagen. Aber doch, das kann ich. Komm, die machen wir auch noch kaputt. Wenn wir uns da jetzt nicht übernommen haben. Die sind nämlich zu zweit jetzt direkt unterwegs. Das ist nicht gut. Da, seht ihr? Ich wusste es. Und das mache ich nicht, damit ihr seht, wie ich sterbe. Bam. Boah. Was geht ab? Ich bin so richtig... Ich habe heute einen richtig guten Lauf. Ich glaube, das Leveln hat jetzt langsam echt was gebracht. Ach scheiße, der Fahrstuhl ist ja jetzt unten. Ah, gut, aber jetzt geht das Gerät. Ah, super. Das ist klasse. Und ab geht's wieder. Ab nach unten. Habt ihr die Marilyn Monroe-Szene jetzt gesehen? Habt ihr es gesehen? Wie das Röckchen hochflattert? Nicht schlecht. Hier sind wir auch noch gar nicht lang gegangen, ne? Moment, von wo sind wir denn lang gekommen? Ah ja, wir sind von da unten gekommen. Aber die Brücke hier sind wir noch nicht lang gegangen. Hey, kommt her, Leute. Es gibt Reis. Oder so ähnlich. Da, das ist die Brücke hier. Da sind wir mal ganz kräftig im Kreis gegangen. Wir sind da unten runter, an dem Schwein vorbei, zack, und da hinten wieder hoch. Um der glühenden Kugel zu entgehen. Ah, jetzt wird daraus ein Schuh. Ja, komm. Weg von dem Fackeltypen da. Ah, ich wollte wegrollen mich. Wir tun uns beide, glaube ich, nicht viel. Ja, ich brauche aber doch noch relativ viele Blutfiolen, um härtere Gegner zu erledigen. Da müssen wir noch was dran ändern.
Aber ansonsten bin... Oh, glänzende Münze wieder. Ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden mittlerweile mit meinem Charakter. So, hier sind wir nämlich wieder hochgekommen. Ich glaube, unten ging es sowieso nirgendwo anders weiter, aber wir konnten hier noch woanders hingehen als zum Friedhof, oder? Da hoch ging es zum Friedhof? Ne, ging es wirklich nur zum Friedhof? Zack. Oh, ich wollte doch noch mich wegschleudern. Nein, das war ein Fehler. Scheiße. Oh, fuck. Jetzt habt das. Da habt das. Ich bin gestorben. So eine Scheiße. Aber da wir schon so viel hier in dieser Folge Bloodborne erlebt haben, wir haben schon Endgegner besiegt, wir haben eine neue Lampe gemacht, wir haben unsere Waffe repariert, würde ich sagen, ist es diesmal eine extra kurze Folge, weil wirklich schon viel passiert ist. Aber in der nächsten Folge, verspreche ich euch, gehen wir direkt zu dem Klerikerwesen auf der Brücke und gucken, ob wir das besiegen können. Obwohl, jetzt habe ich keine Molotow-Cocktails mehr, ne? Muss ich mir erstmal wieder Punkte ansammeln, um Molotow-Cocktails zu kaufen. Wir machen das schon. Das seht ihr auf jeden Fall dann in der nächsten Folge. Seid nicht enttäuscht, dass sie diesmal so kurz ist. Aber ich muss ja auch irgendwie ruhig bleiben dabei. Okay, stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.